Gut, ich sehe, die Aufnahme läuft. Dann herzlich willkommen an alle, die sich eingeschaltet haben zum heutigen Online-Event auf eTeaching.org. Mein Name ist Philipp Meyer und ich werde Sie heute mit durch die Veranstaltung begleiten. Das heutige Event ist eins aus unserer Themen-Special-Reihe zum Lernen und Lernen mit Videos und es dreht sich rund um das Thema Vorlesungsaufzeichnungen. Dabei wird es zum einen darum gehen, welche Unterstützungsangebote Hochschulen bieten und das vor allem auch am Beispiel der Goethe-Uni Frankfurt, die schon lange Vorlesungsaufzeichnungen anbietet. Und dann auch werden Evaluationsergebnisse vorgestellt, dazu, wie dann Studierende die Vorlesungsaufzeichnungen nutzen. Und auch die Frage, ist es jetzt so, dass Studenten fernbleiben oder auch nicht und, oder in welchen Lebenssituationen Studenten es nutzen. Ich freue mich sehr, Ihnen heute gleich drei Referenten von Studium Digitale vorstellen zu dürfen, die die Vorträge halten. Zum einen Herr Professor Dr. Detlef Krömker, der die Professur für grafische Datenverarbeitung des Fachbereichs Informatik und Mathematik der Goethe-Uni Frankfurt am Main leitet. Er ist verantwortlich für Studium Digitale, die zentrale E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität. Dann Frau Jana Niemeyer, MA, sie ist gelernte Kulturanthropologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am eben genannten Zentrum Studium Digitale, dort speziell in der Arbeitsstelle Evaluation und Mediendidaktik, wo auch ihr Kollege Herr Dr. Alexander Tillmann angestellt ist. Herr Tillmann ist Geografiedidaktiker und auch Lehrbeauftragter am Institut für Humangeografie. Und wie ich gelesen habe, sogar Lehrer an der Schule am Goethe-Gymnasium in Frankfurt als Geografielehrer. Zum Studium Digitale kurz, es existiert seit 2009 und ist die zentrale E-Learning-Einrichtung der Goethe-Universität Frankfurt und bietet verschiedenste Services im Bereich Mediendidaktik, Medienproduktion, Medientechnik und unterstützt bei der hochschulweiten Umsetzung von E-Learning. Und seit 2010, habe ich gelesen, führen Sie jetzt Vorlesungsaufzeichnungen durch und die beeindruckende Zahl von 12.000 Stunden Aufzeichnungen wurden dort schon präsentiert. Das klingt beeindruckend und ich bin sehr gespannt, was Sie gleich uns berichten werden. Wenn Sie zum Event mit uns diskutieren möchten, können Sie das im Chat tun oder auch in den sozialen Netzwerken unter dem Hashtag Videolernen. Und Sie können gerne während des Vortrags schon Fragen stellen. Bloß bei sehr dringlichen Sachen würde ich unterbrechen. Ansonsten sammeln wir das für nach den Vorträgen, wo wir dann alle gemeinsam auch die Fragen diskutieren. So, so viel von meiner Seite. Dann würde ich jetzt die Kollegen bitten, ihr Mikro wieder zu aktivieren und ja, um ihren Ja, Vortrag vielen Dank und einen herzlichen Gruß aus Frankfurt. Ich hoffe jetzt, dass wir gleich noch unsere Folien hier sehen, damit ich weiß, wo wir anfangen dürfen. Ja, Sehe ich vielleicht diese? zeige ich noch kurz die Ergebnisse Ergebnisse dieser, das hatte ich jetzt dieser, ganz das hatte ich jetzt vergessen, ganz vergessen. die Ergebnisse zu Ergebnisse zu der der Umfrage. Umfrage. Ich Ja. schalte gleich um. Wir Wir sehen sehen dabei, dabei, müssten Sie müssen jetzt Sie auch jetzt bei auch sich bei sich sehen, sehen, dass die dass die meisten meisten fest fest installierte installierte Kameras Kameras nur nur einige einige Hörsäle Hörsäle haben haben und und mobile mobile Filmteams Filmteams bloß in bloß in Einzelzellen. Einzelzellen. Was auch Was auch interessant interessant ist, ist, 14 14 Teilnehmer Teilnehmer geben geben an, an, dass dass Vorlesungsaufzeichnungen als Vorlesungsaufzeichnungen Service als gar Service nicht gar nicht vorhanden vorhanden sind. sind. Gut, Gut, dann dann können wir können wir sehen, sehen, wie Sie das wie in Sie das in Frankfurt machen, Frankfurt ob da machen, ob da vielleicht vielleicht die die Hochschulen, die erst Hochschulen, am die erst Anfang am Anfang stehen, stehen, davon davon auch auch was was abgucken abgucken können. können. Ich schalte Ich um schalte auf Ihre um Folien. auf Ihre Folien. Okay, es scheint jetzt meine Folie zu kommen. Ja, tatsächlich ist es so, dass wir das jetzt aktiv e-Lectures seit 5 Jahren betreiben, aber de facto schon viel länger. Das würde ich Ihnen jetzt gerne ein bisschen erzählen. Okay. Gut, bevor ich dahin komme, ganz kurz Studium Digitale, was ist das? Sie sehen, Studium Digitale besteht aus 4 Abteilungen, wenn Sie so wollen. Einmal Mediendidaktik, einmal Evaluation, einmal Medienproduktion und einmal Medientechnologie. Die Aktivitäten, aus denen wir jetzt berichten, die Produktionen finden im Bereich der Medienproduktion statt. Sage ich gleich noch etwas mehr dazu.
Aber die Hauptergebnisse und die Überprüfung, was bringt das, wie nutzen das die Studierenden, machen wir im Bereich Evaluation. Und aus diesem Bereich kommen eben auch Herr Tillmann und Frau Niemeyer. Die Medienproduktion bei SDE, was ist das? Tatsächlich haben wir an jedem großen Standort, also in Bockenheim und im Westend und am Riedberg, jeweils einen halben bis dreiviertel Mitarbeiter, im Ganzen zwei Mitarbeiterstellen und in Summe 14 Hiwis, die jeweils Verträge zwischen 32 und 64 Stunden haben. Also das ist durchaus namhaft und verschlägt auch einiges an Geld. Die Mitarbeiter machen aber nicht nur rein technisch die Betreuung der Aufzeichnungen, sondern die machen auch didaktische Beratung, Unterstützung der Lehrenden in verschiedenen Situationen und so weiter und so weiter. Aber das ist nicht das Ganze, Medienproduktion. Da gibt es noch zwei weitere technische Mitarbeiter, zum Beispiel hier fürs Studio, aus dem wir jetzt gerade übertragen. Da gibt es noch drei wissenschaftliche Mitarbeiter für andere Produktionen, WBTs und alles, was da dran hängt. Und auch noch einen Kollegen, der Serverbetreuung macht. Ja, unsere Erfahrungen, nicht erst seit 5 Jahren, sondern tatsächlich seit 30 Jahren. Ich darf mal Manfred Simon hier nennen, der schon 1985 solche Aufzeichnungen gemacht hat, ab Anfang 80. Und für mich persönlich war es eine interessante Erfahrung, 1995 bis 97, da war ich noch an der TU Darmstadt, da haben wir auch mit dem Fachbereich Informatik da ein DFN-Projekt gemacht, also Deutsches Forschungsnetz, ein Forschungsprojekt, und haben da einiges zu E-Learning-Aufzeichnungen gelernt, was ich dann auch gleich hier in Frankfurt anwenden konnte. Eines der wichtigsten Aspekte ist immer wieder der Ton. Der Ton muss so gut wie möglich sein, also optimal. Ansonsten mag man sehr bald nicht mehr zuhören. Es begab sich dann, ja, dass wir Studium Digitale 2005 gründeten und eigentlich Mega Digitale damals und dann 2009 Studium Digitale. Da war E-Lectures oder Aufzeichnungen, Veranstaltungen hatten Seltenheitswert. Also wenn Sie das anschauen, 10 Veranstaltungen in 5 Jahren oder in 3, 4 Jahren, das war nicht gerade viel. Also, und der Hauptgrund war das verwendete System, Lecternity, mit der Komplikation, die Folien aufspielen zu müssen und so weiter und so weiter. Und dazu waren die Vortragenden einfach nicht bereit. Ab 2010 kamen dann mehr und mehr Systeme auf dem Markt, die das nicht mehr benötigten, also die mit dem Videosignal direkt auskamen. Und da gab es dann in einer Ausschreibung, wir haben ja so interne E-Learning-Ausschreibungen, einfach 4 Anfragen, die sagten, okay, wir wollen Videoaufzeichnungen machen. Und da hat das Präsidium gesagt, okay, das ist gut, das würden wir auch unterstützen, aber nicht so heterogen, dass jeder Chemiker, Physiker, Biologe sich gerade mal aussuchen kann, welches System er nimmt, sondern Studium Digitale, nehmt das doch in eure Hände und bietet dort etwas an. Und das haben wir gemacht und wir haben uns dann nach einer Pilotphase mit dem System Vilea, sage ich gleich noch kurz was zu, entschieden zu starten. Und gleich im ersten Semester hatten wir 30 Vorlesungen. Vorlesungen sind immer 2 bis 4 Stunden die Woche und insgesamt also 77 Stunden. Also pro Woche regelmäßige Aufzeichnungen und das gleich im ersten Jahr. Im Wintersemester 13/14 oder auch im Sommersemester 14 und 15 hatten wir dann, im Sommersemester 15 hatten wir in etwa 177 Stunden. Wir sehen das. In Frankfurt haben wir aber auch wirklich den Bedarf danach, weil wir sind an 5 Standorten, wir sind also nicht eine Campus-Universität und viele Studierende, Lehramtsstudierende, aber nicht nur die, auch in den Geisteswissenschaften gibt es Hauptfächer und Nebenfächer, müssen den Campus wechseln, um an den jeweilig anderen Veranstaltungen teilnehmen zu können. Und das ist natürlich ein erheblicher Aufwand. Und zudem kommt noch hin, dass wir, also ich sage es immer ein bisschen respektlos, wir sind eine Pendleruniversität, die Studierenden pendeln morgens nach Frankfurt rein und abends wieder raus, ganz einfach, weil hier in vielen Fällen die Mieten zu teuer sind. Ja, wir bewerben das aber auch intensiv, also aus den Augen, aus dem Sinn, das normale Schicksal einer Vorlesung. Bewerben das mit Flyern auf den Eingangsveranstaltungen für Studierenden und das kommt eben auch tatsächlich bei den Studierenden immer gut an. Und wenn Sie Beispiele dazu sehen wollen, gehen Sie aufs Portal http://electures.unifrankfurt.de. So, und das in etwa war die Entwicklung. Also Sie sehen das,
Es wuchs beständig an, geht jetzt aber in eine Sättigung. Ja, also viel mehr als 70, 75 Vorlesungen, 77 hatten wir mal, pro Semester werden wir nicht aufzeichnen, auch in Zukunft nicht. Was aber wichtig ist, damit kommen wir dann auf eine durchaus erhebliche Stundenzahl, ist aber unten die kleine grüne Kurve, da wo zuletzt 19 steht. Die ist deshalb wichtig, weil das die Neuteilnehmer sind. Also die Professoren oder Veranstalter, die sich in diesem Semester entschieden haben, das erste Mal das zu machen. Und das ist etwas, da sind wir durchaus ein bisschen stolz drauf. Einerseits sagen fast alle Lehrenden, wir würden es wieder machen, also aber eben nicht jedes Semester. Wir würden es wieder machen, die Aufzeichnung, und andererseits gewinnen wir jedes Semester neu dazu, sodass wir inzwischen deutlich über 70, wahrscheinlich sogar noch mehr Vortragende haben, die das am eigenen Leib erlebt haben oder die ihre Erfahrungen damit gesammelt haben. Ganz kurz zu unserem System, das soll heute bestimmt nicht im Vordergrund stehen, aber wir, Studium Digitale, zeichnen mobil auf, mit dem System von der Firma Vilea. Die Software ist jetzt in der Public Domain und wir nutzen das auch zum Beispiel für Forschungsprojekte. Und mit der Firma hatten wir eigentlich sehr gute Erfahrungen, muss ich jetzt nicht mehr verwerben, weil sie verkaufen es nicht mehr, weil sie sehr flexibel und engagiert waren. Unser Partner hier an der Uni, das HRZ, nutzt ein anderes System, nämlich das System MediaSite der Firma Sonic Foundry. Aber eben nur da, wo sie die Chance hatten, fest eingerichtete Hörsäle zu nutzen. Also in der Festinstallation nutzen wir MediaSite von Sonic Foundry und ansonsten nutzen wir Vilea. Wobei es im Moment so war, also dass bis zum diesem Semester hatten wir in etwa 80% mobile Aufzeichnungen und eben 20% aus fest installierten Räumen. Wir haben jetzt ein großes Hörsaalzentrum am Westend noch aufgerüstet und ertüchtigt. Damit ist es ungefähr 60 zu 40, jetzt im aktuellen Wintersemester. Also 60% mobile Aufzeichnung, 40% aus fest installierten Systemen. Insgesamt legen wir sehr viel Wert darauf, dass wir relativ schnell den Upload machen. Wir sagen immer Produktion in 4 Stunden, also die Postproduktion, das was nach der Veranstaltung stattfindet. Und dazu gehört ein Upload auf den Server, also von den aufzeichnenden Geräten. Minimalschnitt am Anfang, am Ende, große Pausen rausschneiden. Das Produktionsrendering in 5 Formaten, Sie sehen das gleich. Und die Publizierung auf dem Portal. Wir haben ein Portal, wo alle Videos, eben auch die vom HRZ, einheitlich angeboten werden. Zumindest dann, wenn sie öffentlich sind. Und das sind unsere Formate. Die Hauptformate sind Flash und HTML. Das sind auch die Streaming-Formate, steht hier in Anführungsstrichen für die Techniker, dass die sich nicht aufregen. Natürlich wissen wir, dass Flash nicht echt gestreamt ist, aber das ist nicht das Problem hier. Für die Studierenden bietet es sich so dar und es steht auch ausdrücklich, man darf nicht auf dem eigenen Rechner speichern. Wenn der Veranstalter es angeboten hat, können wir aber auch Download-Formate und bieten wir Download-Formate an, nämlich das QuickTime-Video in einer hohen Auflösung, in einer niedrigen Auflösung oder wenn man das mag, und das kann bei einigen Vorlesungen, die nicht mit Folien arbeiten, durchaus sinnvoll sein, eben auch nur Audio. Wenn man den Studierenden die Möglichkeit gibt, die Zahlen sind etwas älter, ich muss die nochmal wieder updaten, aber dann war es so, dass ca. 40% der Studierenden sich, obwohl alle Angebote da waren, sich für Flash entschieden haben und nur 10% für HTML5. Das ändert sich jetzt gerade. Nicht, weil die Leute es auf ihrem Smartphone anschauen, sondern weil es einfach das stabilere Format für viele Systeme inzwischen ist. Mobile zu etwa 30% und High Quality zu 17%. Das HRZ überträgt übrigens in Silverlight, dem MS-eigenen, also Microsoft-eigenen Format, oder schaltet automatisch um auf HTML5, wenn man den Silverlight-Player nicht installiert hat. Ja, ein bisschen zum Ablauf, zur Organisation. Ich glaube, das ist durchaus wichtig, dass man das gut im Griff hat und deshalb hier ein paar Worte dazu. Wir machen es so, das Studium Digitale aus dem Veranstaltungsverzeichnis aller
Fachbereiche alle Vorlesungen oder vorlesungsähnliche Veranstaltungen heraussucht, die Veranstalter per E-Mail anschreibt und mit einem individualisierten Link zu einem Anmeldesystem mit der Bitte zu markieren, dass Sie diese Veranstaltung aufgezeichnet haben wollen. Also der Veranstalter sieht dann alle Vorlesungen, die von ihm angeboten werden. Und dann sehen wir das, dass das in unserem System eingetragen wird. Automatisch wird eine Nachricht generiert, das ist angekommen. Aber dann ist ein persönlicher Feedback. Ein Mensch meldet sich bei Ihnen und sagt, okay, ich werde der Ansprechpartner für Sie sein. Und wir machen die Aufzeichnung gemeinsam. Und dann klären wir auch die Einverständniserklärung ab. Auch das nur ganz kurz. Wir brauchen natürlich von jedem Vortragenden die Rechte aufzeichnen zu können. Und wir machen es auch nicht ohne das. Und das heißt, jeder muss dem zustimmen. Und nochmal, er muss auch eine Versicherung abgeben, dass er nach bestem und Gewissen dieses Material, das er verwendet, dass das frei ist von Rechten Dritter. Das ist etwas, das haben uns die Juristen reingewirkt, wenn man so will. Wir mussten das so machen und der Grund ist einfach, es muss nicht immer so sein, dass sich Universität und Veranstalter, also Vorlesungsveranstalter im absoluten Frieden trennen. Und wenn man dann schon mal auseinander ist, dann lasse ich vielleicht den anderen im Klagefall auch hängen und sage einfach nicht, woher das kommt. Und das ist dann durchaus ein Problem und insofern diese Vereinbarung. Gut, in dieser Vereinbarung können die Aufzeichnungsvereinbarungen können die Veranstalter dann auch einiges wählen. Also sie können sagen, ob sie nur Streaming wollen oder auch Download, ob die Veröffentlichung nur nach einer individuellen Freigabe durch sie persönlich erfolgt, was eigentlich keiner wählt. Aber welche Rechte sie vorbehalten, ob sie nach Creative Commons das vergeben wollen oder ob sie alle Rechte vorbehalten. Wer es sehen darf, wer zugreifbar ist, also zugreifen kann, die Öffentlichkeit, nur Hochschulangehörige, also Leute, die ein HRZ-Passwort haben und so weiter. Oder wenn Sie selber, Sie können auch einen Link bekommen, sodass Sie selber beliebige Schutzmaßnahmen ergreifen wollen. Das passiert in der Regel im Zusammenhang mit Lernplattformen. Das heißt, die Leute sagen, alle in meinem Kurs Eingeschriebenen bekommen einen Link aus der Lernplattform heraus und können dann zugreifen. Wir haben auch noch die Möglichkeit der Secure-Übertragung, da wird jedes Mal geprüft, dass der Link auch korrekt ist. Das heißt, an der Stelle kann man so einen Link schlicht und einfach nicht weitergeben, weil dann funktioniert er beim zweiten Mal nicht. Oder auch nach 10 Minuten nicht mehr. Ja, sollte ich vielleicht gar nicht sagen. Gut, und ob die Uni diese Aufzeichnung auch zu Werbezwecken verwenden kann. Alles Möglichkeiten, die wir anbieten und ich glaube, das ist auch das, was man in etwa braucht. Ganz kurz noch ein paar didaktische Hinweise, weil Sie wissen ja alle, dass ich Techniker bin, und die Didaktik interessiert mich schon. Und es ist tatsächlich so, jetzt vor 5 Jahren war die Technik reif. Ja? Nicht nur Vilea, auch Matterhorn, Sonic Foundry und einige andere, die wir kennen, erlauben das. Aber nicht nur das, in den letzten 15 Jahren, also so aus meiner eigenen Erfahrung, wurden auch alle Stufen der Verarbeitungskette, die man einfach bringen muss, ja, optimiert für diesen Anwendungsfall. Warum nehmen, das ist ja auch ein technisches, pragmatisches Argument, aber warum nehmen wir von Studierenden nur positiven Feedback wahr? Also alle Studierende, und zwar einheitlich zu weit, weit, weit über 90% sagen, ja, macht mehr davon. Okay? Und das liegt daran, dass Sie einfach den Stoff mit Ihrer individuellen Geschwindigkeit nachvollziehen können. Insbesondere, ja, wir haben einen sehr hohen Ausländeranteil, sind sogar stolz darauf. Und die Nicht-Muttersprachler, wenn jemand so schnell spricht wie ich jetzt, haben möglicherweise auch Schwierigkeiten, da mitzukommen. Und die haben natürlich dann Vorteile. Ein Ausgleich heterogener Kenntnisstände ist auch sehr, sehr wichtig, gerade am Studienbeginn. Da haben das sehr, sehr viele Fächer. Und wir sehen auch, werden Sie aber gleich in den Evaluationen sehen, dass das System eigentlich nie zur Ruhe kommt. Weder in der Nacht noch in Semesterferien. Das System wird immer genutzt, also zur Prüfungsvorbereitung oder zu anderen Aktivitäten. So viele Omas und Opas hat man gar nicht, denen man das gerne mal zeigen will, wie das im System genutzt wird.
Und Nachholen einzelner Vorlesungen ist natürlich auch ein wichtiger Anwendungsfall. Wir sehen nochmal. Und wir akzeptieren einfach unsere Rahmenbedingungen. Wir ignorieren das nicht. Wir sind eine Pendleruniversität und müssen damit umgehen. Wir kümmern uns aber auch um didaktische Weiterentwicklungen, sowohl technisch. Also wir empfehlen den Leuten, zu jeder Aufzeichnung eben auch Quizzes zu machen, also 8 Fragen zum Beispiel zur Vorlesungsnachbereitung. Wir, gerade mit den Geisteswissenschaftlern, wo wir oft keine Folien haben, bieten wir es auch an, dass Studierende aus der Teilnehmergruppe, die Aufzeichnungen selber indexieren. Naja, dann haben sie eben auch schon mitbekommen, was da ist. Wir sind aktiv im Inverted Classroom, also mit diesem Studio, aber nicht nur mit diesem Studio. Es gibt verschiedene Settings da und auch in Seminaren. Auch das bieten wir an, dass Studierende direkt mit unseren Systemen arbeiten. Ja, und eigentlich sind es nicht nur die Studierenden, die in Frankfurt davon überzeugt sind, also der Dekan des Fachbereich 5, Rolf van Dyck, sagt vielen Dank für diese interessanten Infos. Wir geben auch den Vortragenden Infos über die Nutzungshäufigkeit und dergleichen mehr. Und er möchte wieder mit uns zusammenarbeiten. Ein Vizepräsident sagte, die Sache mit der Aufzeichnung macht mir richtig Spaß. Naja, so ist das halt, das ist schön so. Und der Gunter Heimbock sagte eben, ja, es macht auch Sinn, sich selbst mal anzuschauen und zu betrachten. Ja, und damit bin ich durch. Ich weiß nicht, ob ich in der Zeit geblieben bin. Manchmal ist das ein bisschen problematisch. Aber ich gebe jetzt gerne weiter an Jana Niemeyer. Ja, vielen herzlichen Dank. Ich mache jetzt weiter mit der Ausgangslage unserer kleinen Studie, die wir gemacht haben. Und zwar haben wir im letzten Wintersemester unsere Evaluierung der E-Lectures nochmal genauer angeschaut. Und wir haben uns halt, also wir haben das Thema schon öfter mal behandelt, aber uns auch haben auch festgestellt, dass ein gewisses Forschungsdesiderat halt besteht und bisher nur sehr periphere Untersuchungen zum Thema E-Lectures gemacht wurden oder auch sehr kleine Stichproben dort behandelt wurden. Und unsere bisherigen Studien dazu waren im Rahmen der GMW 12 haben wir das präsentiert und bei der GMW 14 waren die Nutzungsmotive und wahrgenommenen Mehrwerte der Lernenden und Lehrenden, da haben wir das schon ein bisschen jetzt von gehört. 2014 ging es uns unter anderem auch um Lerneffekte von Nutzergruppen unterschiedlicher fachlicher Leistungsfähigkeit. Und worum geht es uns jetzt genau in der Studie, die wir jetzt behandelt haben? Herstellung von Chancengleichheit auf 2 Ebenen. Das heißt bei uns in dem Fall einmal für Studierende unterschiedlicher kognitiver Leistungsfähigkeit, der Herr Krönke hat es gerade schon angesprochen, und auch für Studierende in bestimmten Lebenssituationen, Elternzeit etc. Das heißt, wir möchten sozusagen den Studierenden auch ermöglichen, eigenes Lerntempo wählen zu können und haben da in der Evaluation ganz gute Hinweise darauf bekommen, wie die das dann auch machen und nutzen. Der Fokus der jetzigen Studie ist unser Ansatz, dass wir E-Lectures halt inzwischen auch ein adäquates Mittel sind zur Diversifizierung der Lernangebote an Universitäten, das heißt auch als Zusatzangebot genutzt wird zur Präsenzlehre und natürlich auch zusätzlich gleichzeitig zeitfressende Komponenten im Studienalltag eines Studierenden halt konkurrieren um die Lern- und Präsenzzeit. Das heißt, in diesem Spannungsfeld verhält sich das eigentlich. Und wir wollten sozusagen auch gucken, ob die Überprüfung der Nutzung von E-Lectures bei heterogener Studierendenschaft, ob und wie werden diese überhaupt genutzt in einem Lernprozess und sind es auch nicht nur denjenigen, also benötigen es nur diejenigen, die halt pendeln und oder auch in Elternzeit sind, oder sind es auch diejenigen, die das vielleicht nicht genau, nicht explizit brauchen, wie nutzen die das und wie intensiv brauchen die das für sich, für ihre eigene, für eigenes Studium. Ja, hier nochmal die Entzerrung im Studienalltag. Wir sehen hier typische Besucherzahlen auf dem E-Lecture-Portal im Tagesverlauf. Herr Krönke hat es eben schon angesprochen, es geht nie ganz auf Null zurück. Wir haben auch in den Semesterzeiten durchgängig Zugriff, das heißt anders als bei Lernmanagementsystemen haben wir jetzt hier deutlich Zugriff jederzeit, jeden Tag, aus unterschiedlichen Regionen natürlich auch. Also wir haben auch mal geschaut, wie das in unterschiedlichen Ländern aussieht und dann haben wir teilweise Kooperationen mit anderen Universitäten in anderen Ländern. Dann sehen wir auch ganz schön, wie da auch aus diesen Ländern zugegriffen wird.
Unsere Fragestellung jetzt in dem Kontext dieser Studie ist, wie stark unterscheiden sich denn die äußeren Lebensumstände der Studierenden? Das heißt, die sind eben schon im Fokus angeklungen, sind diese Flexibilisierungsmöglichkeiten des Studienalltags durch die E-Lectures von allen Studierenden gleichermaßen gefragt und genutzt. Und genau, das heißt, wir haben jetzt in der Stichprobe, wie gesagt, im Wintersemester 14/15 Fragebögen aus insgesamt 69 Lehrveranstaltungen ausgewertet. Und da hatten wir eine schriftliche Befragung mit Fragebögen, die online und auf Papier gestellt wurden. Und wir haben eine Beteiligung von 3.029 Studierenden. Die Natur- und Geisteswissenschaften teilen sich dabei ganz gut auf, also 1.428 aus den Naturwissenschaften, 1.601 aus den Fragebögen aus den Geisteswissenschaften. Und auch der Anteil an Studierenden, Studentinnen in dem Fall sind 56%, genau, und die meisten sind auch im ersten bis dritten Fachsemester und 80% unter 24 Jahren. So viel erstmal zur Ausgangslage. Jetzt macht mein Kollege weiter, den Herrn Tillmann gebe ich jetzt gleich ab. Schön. Ja, vielen Dank. Und dann werde ich jetzt noch ein bisschen über die Ergebnisse der Studie berichten. Also um zunächst erstmal zu schauen, ob die äußeren Lebensumstände der Studierenden eben sich stark unterscheiden, haben wir eine Cluster-Analyse gemacht und wir haben hierzu verschiedene Merkmale herangezogen, um die Studierenden voneinander zu unterscheiden. Und das ist zum einen die Entfernung zum Wohnort, also zur Universität, in Minuten haben wir das gemessen. Dann, ob sie nebenbei jobben oder arbeiten und da in wie viel Stunden pro Woche. Und ob sie weitere Verpflichtungen haben, war ein weiteres Merkmal, also zum Beispiel die Kinderpflege, Pflege von Angehörigen, Erziehung oder auch so etwas wie ehrenamtliche Tätigkeiten. Und tatsächlich konnten wir dann eine Vier-Gruppen-Cluster-Lösung, die Gruppen ganz gut voneinander getrennt hat, erarbeiten. Und man sieht, dass tatsächlich die strukturellen Bedingungen für Studierende an unserer Universität sehr unterschiedlich sind. Da haben wir zum einen eine Gruppe, hier die mit dem Zug symbolisiert, die hatten wir genannt Pendlerinnen mit geringen sonstigen Aufwänden. Die wohnen halt relativ weit entfernt von der Universität, also im Durchschnitt 56 Minuten Zeit, um zur Universität zu gelangen. Haben dann allerdings relativ wenig Aufwände mit sonstigem Arbeiten, also die meisten arbeiten nicht nebenbei. Und auch die weiteren Verpflichtungen sind eben 40%, die sagen, sie haben noch weitere Verpflichtungen. Dann haben wir eine Gruppe, die wir strukturell Privilegierte genannt haben. Die Gruppe zeichnet sich dadurch aus, dass sie im Grunde keine größeren Beeinträchtigungen hat, was sich die, also sie können sich gut auf das Studium an sich konzentrieren. Also sie wohnen nah an der Universität, im Schnitt 15 Minuten nur entfernt von der Universität, müssen auch so gut wie gar nicht arbeiten und gehen keinen weiteren Verpflichtungen nach. Und dann gibt es eine Gruppe, die hier diese drei Symbole hat, die wir strukturell Benachteiligte genannt haben, denn die Gruppe hat auf der einen Seite lange Anfahrtwege, also mit einem Schnitt bis 50 Minuten, müssen dann relativ viel arbeiten, auch mit 16 Stunden im Schnitt pro Woche. Manche arbeiten auch über 20 Stunden pro Woche und die haben auch noch häufig weitere Verpflichtungen, also 54% geben an dieser Gruppe, dass sie auch noch weitere Verpflichtungen wie Ehrenamt oder Betreuung von Kindern zu erledigen haben. Und eine Restgruppe quasi bleibt dann noch die Studentinnen vor Ort, die eben relativ nah auch an der Uni wohnen mit 16 Minuten im Schnitt bis zur Universität, bis sie dann dort sind, die 11 Stunden im Durchschnitt arbeiten und auch noch einige von denen haben weitere Verpflichtungen. Ja, und trotz dieser unterschiedlichen Lebensumstände, die die Studierenden haben, gibt es doch sehr große Ähnlichkeiten, was die Bewertung und die Nutzung von den E-Lecture-Angeboten angeht. Und wir haben eben verschiedene Dinge in unserer Befragung erfragt und da ist es so, dass im Grunde alle Studierenden das so wahrnehmen, dass sie eine spürbare Erleichterung im Studienalltag haben. Also auch die Gruppe, die im Grunde, wo man sagen müsste, die sind die strukturell Privilegierten, nehmen das eben als gute Erleichterung im Studienalltag wahr. Dann auf die Frage, ob die Vorlesungsaufzeichnung Überschneidungen im Studium angemessen kompensieren, gibt es hier auch keine signifikanten Unterschiede im Antwortverhalten auf diese Frage über die unterschiedlichen Gruppen. Also alle Studierenden haben natürlich den Vorteil auch, wenn Überschneidungen da sind, die Vorlesungsaufzeichnungen zu nutzen. Und
fast die Hälfte der Studierenden hier bei der unteren Frage gibt sogar an, dass ihr Lernerfolg bei der Nutzung der E-Lectures größer ist als im Besuch der Präsenzveranstaltung. Also 45% der Studierenden sagen das, wobei das andersherum nicht bedeutet, also im Umkehrschluss nicht bedeutet, dass die Studierenden deshalb der Vorlesung fernbleiben und nicht mehr in Präsenz erscheinen würden, sodass man insgesamt sagen kann, also von allen Studierenden sind die Vorlesungsaufzeichnungen eigentlich sehr hoch geschätzt. Und sie dienen nicht nur zur Kompensation eben von der Benachteiligung, die einige eben durch ihre strukturellen Lebensumstände haben, also nicht nur zur Kompensation quasi dieser Benachteiligung. Ja, und dass das Material gerne zum Lernen auch genutzt wird, zeigt hier die Frage auf der nächsten Folie, wo die Studierenden angeben sollten, auf die Frage, ein Angebot an E-Lectures wünsche ich mir auch für andere Veranstaltungen, dass eben alle Gruppen da hohe Zustimmungswerte zeigen. Also 6 wäre auf dieser Skala die höchste Zustimmung. Und das liegt natürlich auch daran, dass die Studierenden zur Nachbereitung die E-Lectures viel nutzen, beispielsweise dann im eigenen Tempo lernen können, den Dozenten anhalten können, Dinge nachschlagen können, die unklar waren. Und wir wissen auch, dass einige Gruppen beispielsweise sich treffen, um dann gezielt Veranstaltungen nachzubereiten in der Gruppe, dass sie eben den Dozenten quasi unterbrechen, indem sie einfach anhalten und dann über die Stellen, die eben noch unklar sind, auch gemeinsam diskutiert werden kann. Das sind genau natürlich die Szenarien, wie wir es auch uns erhofft haben, dass die E-Lectures dann auch genutzt werden. Auch die, wenn man sich das anschaut, hier über die Hälfte, also aus allen Gruppen nutzen die E-Lectures dann auch zur Vorbereitung auf die Prüfung. Das ist hier dieser Punkt. Und jetzt die Frage, ja, wie sieht das aus bei einer Kompensation nach der, wenn also eine Veranstaltung versäumt wurde? Und da ist es so, dass auch alle Gruppen im Grunde sagen, ja, dann nutzen wir die Veranstaltung und nur ja, weniger als 15% der Studierenden nutzt die Veranstaltung dann nicht, wenn sie eben nicht in Präsenz da sein konnten. Also ein sehr hoher Anteil, egal aus welche Lebensumstände sie kommen, nutzt dann eben die Veranstaltung, wenn sie nicht hingehen konnten. Jetzt die Frage, wie ist es denn, wenn die Veranstaltung besucht werden konnte? Und da ist auch so, dass eben die sehr viele Studierende, also um die 40%, sagen, obwohl sie eben da waren, bereiten sie auch die Veranstaltung nach mit Hilfe der E-Lectures. Und wir vermuten auch, dass dadurch, dass die E-Lectures überhaupt zur Verfügung stehen, die Nachbereitung von Veranstaltungen unterstützt wird und das auch eher gemacht wird, als wenn eben gar nicht das angeboten wird, dass man die Veranstaltung nochmal nachhören kann. Eben dann zum Beispiel in solchen Szenarien, dass man Dinge nochmal nachschlagen kann oder sich mit einer Gruppe trifft und dann über strittige Fragen dann nochmal diskutiert. Es gibt allerdings auch Unterschiede, was das Nutzungsverhalten der Studierenden angeht, zwischen den Gruppen. Also die Folien davor, das waren im Grunde alles nicht signifikante Ergebnisse. Also die Gruppen haben sich strukturell da oder signifikant nicht voneinander in ihrem Antwortverhalten unterschieden. Allerdings ist es so, dass eben für die strukturell Benachteiligten, dass die signifikant höher das bewerten, dass eben die Vorlesungsaufzeichnungen auch eine echte Alternative für sie sind. Das kann man natürlich gut verstehen, gerade dann, wenn man weiß, dass die sehr weite Anfahrtswege haben, dass sie eben noch weitere Verpflichtungen haben, viel jobben nebenbei. Ist das nur verständlich, dass die eben sagen, das ist für uns auch eine echte Alternative. Und letztendlich dann auf die Frage, aufgrund der Nutzung der E-Lectures habe ich meine Besuche der Präsenzveranstaltung reduziert, ist es so, dass aber der Anteil dann auch von denjenigen, die strukturell eigentlich gute Bedingungen haben, dass die auch wenig wegbleiben. Das ist ja immer so eine gewisse Befürchtung bei den Dozierenden, dass eben durch das Angebot der E-Lectures die Vorlesungsräume leer sind und die Studierenden nicht mehr kommen. Hier sieht man aber, dass diejenigen, die eben die gute Ausgangsbedingungen haben, die nah an der Uni leben und nicht arbeiten müssen, sonst kaum Verpflichtungen haben, dass da nur 12% sagen, ja, ich bleibe dann, also um 12% einmal im Grunde bleibe ich dann auch mal weg. Im Vergleich eben zu der Gruppe der strukturell Benachteiligten ist es dann so, dass eben sagen, ja, 20% der Veranstaltung bleibe ich dann weg, weil das einfach für mich zu schwierig ist mit dem Hin- und Herkommen, wobei das ja dann eigentlich auch nur 2 Veranstaltungen im Semester dann darstellt.
Also die Angst ist eigentlich unbegründet zu sagen, es bleiben erheblich viele Studierende da deshalb weg, weil die Veranstaltung eben auch aufgezeichnet wird. Ja, und damit kommen wir dann zu unserem Fazit. Es sind eben mehrere Alltagskomponenten, die um die Lernzeit der Studierenden konkurrieren. Und gerade die äußeren Lebensumstände der Studierenden unterscheiden sich sehr stark. Also es gibt welche, die eben als strukturell Privilegierte zu bezeichnen wären oder die man vielleicht so bezeichnen kann, die kaum sonstige Aufwände haben, und andere, die eben sehr weit pendeln müssen, die Eltern sind, die ehrenamtlich sehr stark engagiert sind. Und da kann man dann sagen, dass im Grunde alle Gruppen davon profitieren, also nicht nur die Studierenden, die tatsächlich auch strukturell benachteiligt sind, sondern alle Studierenden profitieren von dem Lernmaterial, aber insbesondere natürlich die, denen sonst auch wenig Wahl bleibt, weil sie eben sonst schlechter zu den Informationen oder überhaupt die Veranstaltung besuchen können. Und dass diese Kompensation dieser Benachteiligten greift, das haben wir auch nochmal gesehen bei der Selbsteinschätzung von Kompetenzzuwächsen. Da ist es so, dass auch die Gruppen sich dort nicht signifikant voneinander unterscheiden. Also alle Gruppen sagen in ähnlicher Weise, dass sie Kompetenzzuwächse durch den Besuch der Veranstaltung oder eben durch das Nachhören der Veranstaltung verzeichnen können. Sodass wir sagen können, dass im Grunde die E-Lecture-Aufzeichnung einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit unter den Studierenden herstellt, eben zwischen den Benachteiligten und strukturell Privilegierten. Dass man auf der anderen Seite auch Lerntempo und Lernstoff eben selbst bestimmen kann, auch den Zeitpunkt, man kann nachschlagen, und auf der anderen Seite eben durch das Angebot auch Zugriffs- und Kompensationsmöglichkeiten gegeben sind. Ja, und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank für Ihren sehr interessanten Vortrag. Wir haben jetzt wieder ein bisschen das Echo-Problem, also wenn Sie Ihre Lautsprecher etwas leiser stellen könnten, dann dürfte das besser werden. Zunächst gab es ein paar Verständnisfragen zu der Erhebung. Da wurde einmal nachgefragt, diese Gruppen, die Sie da aufgeführt haben, die verschiedenen, also einmal die Pendler, die strukturell Privilegierten vor Ort, schließen sich diese Gruppen gegenseitig aus oder konnte eine Person auch in mehreren Gruppen sein? Nee, das schließt sich aus. Also bei so einer hierarchischen Clusteranalyse ist es so, dass alle Personen einer Gruppe eindeutig zugeordnet werden müssen. Allerdings, und die Merkmale, also die Homogenität ist relativ hoch dann innerhalb der Gruppe. Aber es ist natürlich so, dass in allen Gruppen auch einige Personen arbeiten müssen, aber sie sind eben dann von den anderen Merkmalen her, passen sie dann eben in eine Gruppe am besten, und alle werden in eine Gruppe eindeutig zugeordnet. Mhm. Danke. Dann gab es noch eine Frage direkt zu dem Design. Warum Sie denn bei der zweiten Frage, das war der Punkt, durch E-Lectures werden Überschneidungen von Lehrveranstaltungen meines Studiengangs angemessen kompensiert, warum Sie da auch nach diesen Gruppen unterscheiden, ob da nicht eher nach der Disziplin Unterschiede zu erwarten wären als von diesen Gruppen, und dann vielleicht auch anschließend die Frage, ob Sie denn Disziplin mit erhoben haben dort. Ja, also alle Fragen haben wir halt geschaut, ob die Gruppen sich da signifikant voneinander unterscheiden, und da ist es natürlich inhaltlich auch nicht unbedingt zu erwarten, dass die Gruppen sich bei der Frage unterscheiden. Tatsächlich ist es so, dass natürlich einige Studiengänge, die sehr viele Nebenfächer anbieten, da besonders betroffen sind, weil das dann gar nicht organisatorisch gar nicht mehr möglich ist, dass die Veranstaltungen alle zeitlich entzerrt laufen, sondern da wird es immer so sein, dass einige parallel laufen. Welche jetzt da konkret besonders stark betroffen sind, haben wir nicht mit erhoben. Die Uni hat natürlich diese Daten. Ich weiß nicht, kannst du dazu noch mehr sagen? Das ist schwer. Nein, also wer jetzt davon besonders betroffen ist, von dieser Überschneidungsproblematik, das wissen wir nicht. Doch, das wissen wir schon. Also, das wissen wir doch. wer von der Überschneidungsproblematik besonders betroffen ist, das wissen wir genau. Das sind einerseits die Lehramtsstudierenden, die ja immer zwei oder drei Fächer wählen müssen. Und sobald man da ein Fach an dem einen Campus hat, das andere Fach an dem anderen Campus, habe ich die Reisezeiten von etwa einer Stunde dazwischen. Und und es kann sein, morgens an dem einen Standort, mittags an dem anderen Standort, abends wieder an dem ersten Standort. Oder, also das ist schon klar.
Und es gibt auch in den Geisteswissenschaften, also das Nachbildung der Frankfurter Bachelorstudiengang hat in der Regel in den Geisteswissenschaften auch ein Hauptfach und ein Nebenfach. Es gibt wieder Abweichungen davon und so weiter, aber auch die kann es betreffen, wenn Sie also zum Beispiel als Nebenfach Informatik oder Mathematik dazu nehmen oder eine Naturwissenschaft, auch die hätten dann diese Überschneidungen. Und die sind leider unvermeidlich, das kann man aus dem Stundenplan nicht herausarbeiten. Mhm. Ja, weil wir eben auch die Wahlmöglichkeit der Studierenden auf keinen Fall einschränken wollen. Wenn man das einschränkt, gut, dann kann man natürlich auch wieder Cluster bilden, aber das wollen wir halt nicht. Ja. Ich würde jetzt mal für die weiteren Fragen, das waren eher so grundsätzliche Fragen und dann auch Fragen zu Ihrem technischen Setup, würde ich jetzt mal umschalten in den Diskussionsmodus hier in Connect, dass man den Chat etwas größer sieht, falls dann doch noch weitere Nachfragen kommen. Eine Frage war, das ist aus Ihrer Präsentation, hat so halb drin gesteckt, inwiefern gibt es so Kannibalisierungseffekte, dass die Leute weniger Präsenzveranstaltungen besuchen, wenn sie die Vorlesungsaufzeichnungen gucken. Da hat ja auch der Herr Schulmeister mit seinen Studien in Hamburg immer wieder gesagt, ja, das hat auch Schwierigkeiten. Ja, also das ist jetzt nicht aus dieser Studie herausgekommen, aber wir hatten ja vorher auch schon Studien gemacht, wo wir speziell die Lehrenden danach befragt haben, was haben Sie denn für einen Eindruck, bleiben die Studierenden weg oder bleiben sie nicht weg? Und ganz überwiegend ist es eben so, dass die Leute sagen, klar, das ist bei uns so, im Laufe des Semesters kommen immer weniger Studierende, am Ende des Semesters haben wir, wenn es ganz gut geht, noch 2/3, wenn es ganz schlecht geht, nur noch 1/3 der Anfänger. Ist so. Und auf der Basis haben Sie dann in der Regel nicht gemerkt, dass es deutliche zusätzliche Abwanderungen gibt. Allerdings messen kann man diese Abwanderungen auch und dann sind kleine Unterschiede schon da. Ich meine, wie gesagt, wenn ich strukturell benachteiligt bin und für eine Veranstaltung nach Frankfurt reinfahren soll und im Ganzen 3 Stunden Fahraufwand habe und es wird aufgezeichnet, naja, dann ist der Zweck ja erfüllt, dass ich es auch so teilnehmen kann. Ja. Also es gibt beides. Okay, das heißt, eine Anwesenheitspflicht gibt es in der Regel nicht bei Ihnen? Nein, bei vorlesungsähnlichen Veranstaltungen gibt es keine Anwesenheitspflicht. Ganz definitiv nicht. Mhm. Die Frau Kerz fragt gerade, Sie hatten gesagt, dass ein bestimmter Anteil der Vorlesung aufgezeichnet wird. Warum sagt die Universität Frankfurt nicht grundsätzlich, Sie zeichnen alle auf? Ja, ganz einfach, weil wir die Zustimmung und wirklich das persönliche Engagement des Lehrenden halt auch haben wollen. Also wir benötigen aus rechtlichen Gründen die Zustimmung, keine Frage. Und das könnte der Studiendekan vielleicht sogar durchsetzen, aber das haben wir nie erprobt und werden wir auch nicht machen. Also Freiwilligkeit ist für uns da ein ganz hohes Gut und das bewahren wir auf jeden Fall. Und wenn man jetzt den Gesamtanteil anschaut, also jetzt nicht erschrecken, wir haben pro Semester in etwa 4.000 Veranstaltungen, also Sommersemester ein bisschen weniger, 3.200, aber da sind sehr, sehr viele Übungen und Seminare dann dabei. Tatsächlich Vorlesungen sind es weniger als 1.000 und von denen zeichnen wir 8-9% auf, also das ist so in etwa die Quote. Aber eins ist auch ganz wichtig, viele Lehrende nutzen diese Aufzeichnungen mehrfach. Sie sagen also, okay, ich habe ungefähr den gleichen Inhalt, ihr müsst jetzt nicht wieder aufzeichnen, ich nehme das vom letzten Mal und dann wird das geeignet wieder bereitgestellt. Manche sogar 3- oder 4-mal. Andere sagen dann, ja, aber diese eine Vorlesung habe ich erheblich geändert, könnt ihr mich nicht noch einmal aufzeichnen? Ja, natürlich können wir auch nur einmal aufzeichnen. Und so ergibt sich eine viel höhere Nutzungsfrequenz, als die reine Aufzeichnung angibt. Mhm. Gut, dann gab es ganz, ganz viele Rückfragen zu technischen Themen. Da war das zum einen die Frage, wird live gestreamt auch oder
Gibt es die Möglichkeit zum Offline-Anschauen, also was die technischen Möglichkeiten angeht? Was ist da Ja, es vorhanden? gibt die Möglichkeit, also alles, was fix installiert ist, von da aus können wir direkt live streamen, wird so gut, also ich sage es drastisch, ja, aber wird so gut wie nicht genutzt, gemessen an der anderen Aufzeichnung. Das wird vielleicht 5-mal im Semester genutzt. Die anderen Aufzeichnungen können Sie dann rechnen, das sind ja 180 Stunden pro Woche. Das ist ein ganz anderes Verhältnis, ein ganz anderer Grund. Das Übertragen von einem Hörsaal in den anderen hat zumindest bei uns schlecht funktioniert. Es ist nicht so, dass in dem Remote-Hörsaal niemand drin sitzt, aber da finden Diskussionen statt und so weiter, also alles Mögliche. Das ist nicht des Pudels Kern. Wenn ich es dann aufzeichne, dann kann ich es auch als E-Lecture, also aufgezeichnet, zur Verfügung stellen, und das machen wir dann auch. Und wie gesagt, wir bemühen uns eben auch die Lehrenden immer daran zu gewöhnen, dass sie oder ihnen das bekannt zu machen, dass man eben auch dieses Angebot noch didaktisch toll erweitern kann und dass es nicht ein einfacher Abklatsch der Vorlesung ist. So, die Frau Brause und der Herr Lohner haben jetzt zwei relativ ähnliche Fragen gestellt. Geht so ein bisschen in die Richtung, werben Sie für die Dienste und was für Argumente benutzen Sie auch gerade, um so Bedenken bezüglich Mitschnitt, Urheberrecht auszuräumen? Wie argumentieren Sie da bei den Lernenden? Ja, wenn ich Ihnen das in wenigen Sätzen sagen könnte. Also, wenn ich zu unseren Lehrenden gehe, dann habe ich immer noch einen eigenen Foliensatz dabei, mit dem ich speziell das Thema Urheberrecht adressiere. Ich denke mal, wir sind da einigermaßen, also die Uni ist auf der sicheren Seite, weil alle haben erklärt, dass sie nur Material benutzen, das frei von Rechten Dritter ist. Wir haben trotz dieser erheblichen Anzahl bisher nie auch nur einen Wunsch von irgendjemandem gehabt, etwas vom Netz zu nehmen. Aber etwa 50% der Gesamtveranstaltung bekommen Sie auch gar nicht zu sehen. Die sind eben nicht öffentlich zugänglich, weil die Veranstalter das eben wählen können. Wir haben bisher an der Stelle kein echtes Problem gehabt. Gut, und letztlich führt das vielleicht auch dazu, dass sich immer mehr Leute überzeugen lassen. Also ich glaube, und ich will da jetzt nicht provozieren, ja, aber bevor ein Firma wie Disney eine Goethe-Universität verklagt, überlegen Sie sich das zweimal, ob Sie gute Presse haben wollen oder nicht. Also ich schätze das Risiko nicht sehr hoch. Das Risiko sind eher Abmahnungsgesellschaften, die meist dann von Juristen gegründet werden. Aber auch damit hatten wir bisher, toi toi, noch kein Problem. Also ansonsten muss man genau durchgehen, worauf können Sie sich berufen? Und das beginnt beim Grundgesetz, das ist Freiheit von Forschung und Lehre. Da passt das einfach rein, das ist Grundgesetz geschützt, und es kann ja auch gar nicht sein, dass mir irgendjemand verbieten kann, über seine Sachen direkt zu sprechen. Oder stellen Sie sich vor, ich gebe auch eine Veranstaltung Animation, ich könnte nur alte Animationsfilme zeigen, also das wäre ja der Horror pur, also das ist ja 70 Jahre geschützt, dann kann ich ja quasi gar nichts zeigen. Also das geht nicht, das muss man einfach klar sehen. Ich kann natürlich Vorkehrungen ergreifen, indem ich zum Beispiel die Zuschauergruppe eben auch nicht öffentlich stelle, sondern das in vernünftigem Maße eben freigebe. Aber es geht nicht, also das müssen uns die Leute erlauben. Ja. Kommen wir dann zum Thema Perspektive der Studierenden. Da gab es einige Fragen zu. Werden die Studierenden im Vorfeld informiert, dass eine Veranstaltung aufgezeichnet wird? Einmal in der Hinsicht, dass sie wissen, dass sie aufgezeichnet werden, aber auch, dass sie wissen, dass sie auf diesen Service dann während der Veranstaltung zugreifen können. Wissen das die Studenten?
Gut, das ist ein bisschen unterschiedlich. Also bei den mobilen Geräten, da sehen Sie es ja, dass aufgezeichnet wird und Sie fragen auch sofort danach und die Lehrenden kündigen das auch an. Bei den nicht mobilen hatten wir ja ein, zwei, dreimal Probleme, dass das niemand wusste. Also wir haben aufgezeichnet oder HLZ hat aufgezeichnet und keiner hat es angeschaut, weil es nicht bekannt war. Allerdings folgendes, das muss man eben auch sagen, wir zeichnen grundsätzlich, auch wenn es Fragen aus dem Auditorium gibt, das Bild des Fragenden nicht auf. Das heißt, die Kamera bleibt auf dem Veranstalter, auf dem Vortragenden und geht nicht ins Publikum. Weil das können wir natürlich nicht leisten, dass wir uns da dann auch noch die Genehmigung einholen müssen. Ja. Gut, und der Ton ist drauf, ja, da können also Leute, die das Reinheitsgebot anstreben, können auch sagen, auch das sind personengebundene Daten, stimmt natürlich, aber es ist eben schon nicht so problematisch, denke ich. Jetzt gab es vom Herr Peter England Fragen, die in die Richtung gingen, Inverted Classroom. Wissen Sie, wie viele Lehrende so Vorlesungsaufzeichnungen nutzen, um so ein Inverted Classroom umzusetzen? Und seine Frage war dann auch noch, ob Sie Ergebnisse haben zu der Aktivität in den Vorlesungen, ob die steigt dadurch, dass man diese Vorlesungsaufzeichnung hat. Dazu kann ich gleich was sagen. Okay, ja, also spreche ich nur mal erstmal zum Inverted Classroom. Also ich nehme an, dass mindestens 10 Veranstaltungen in dem Modus gemacht werden. Also 10 Vorlesungen, die das also häufiger einsetzen, ein Inverted Classroom. Also ich muss einfach sagen, ich nutze es relativ intensiv dafür, zusätzliches Material bereitzustellen. Da können Sie jetzt drüber klagen, dass das eben dann mehr Material ist. Aber das Interessante ist, also ich erwarte diese Klage von Studierenden, dass sie sagen, okay, jetzt wirkst du uns da anstelle von, was weiß ich, 2 Semesterwochenstunden, wirkst du uns da 3 Semesterwochenstunden ein und das steht auch gar nicht im Prüfungsplan und so weiter. Ich habe diese Klage nie vernommen, sondern die Studierenden nehmen es als positives, zusätzliches Angebot wahr. Halt, gut, lernen müssen wir es sowieso und dann habe ich da eben eine Möglichkeit. Und der Veranstalter bietet sich sogar noch an, konkret dazu zu helfen. Also es ist eine Umgewöhnung, Inverted Classroom, weil man muss hartnäckig genug sein und nicht die Vorlesung wiederholen, das, was man elektronisch gemacht hat. Aber gut, das kann man üben. Noch zu der Frage, ob dann mehr Aktivität oder weniger Aktivität dadurch entsteht, dass aufgezeichnet wird, da kann man sagen, wir haben das Lehrende und Studierende gefragt. Die Studierenden sagen auch, dass sie keine Hemmung haben, weil jetzt aufgezeichnet wird, dann Fragen zu stellen. Es ist natürlich auch ein gewisser Vorteil, dann noch in Präsenz auch anwesend zu sein, weil man die Diskussion, wenn es Diskussionen in Vorlesungen gibt, auch besser verfolgen kann, weil eben der Ton der Studierenden von den Fragenden auch nicht aufgezeichnet wird. Einige Lehrende antizipieren das dann auch gut mit, wiederholen die Frage nochmal, dass die anderen das eben auch alles mitkriegen können. Aber insgesamt gibt es da keine Veränderung, was die Interaktion zwischen den Studierenden und Lehrenden gibt durch die Aufzeichnung. Also dass da irgendwie Hemmungen da bestehen, dass man was Dummes fragen könnte und dass die anderen das dann nachher hören. Das ist nicht der Fall. Aber mehr Aktivitäten jetzt eben auch deswegen auch nicht. Aber sagen beide, sowohl die Lehrenden als auch die Lernenden. Mhm. Wie ist es denn bezüglich der Nachbereitung? Können da die Studenten das noch annotieren oder können auch die Lehrenden dann Kapitelmarken setzen in ihren Vorlesungen? Was für Möglichkeiten gibt es, nachdem die Aufzeichnung jetzt gedreht ist, so im Hörsaal? Bei uns nicht. Ja, wir hätten so etwas gerne, wir hätten, und werden das bestimmt auch in den nächsten ein, zwei Jahren implementieren in unserem Portal, dass man zu jedem Videobeitrag eben auch noch Kommentare machen kann, also und auch öffentlich zugängliche Kommentare, die also die anderen dann sehen. Im Moment ist es allerdings nicht realisiert.
nutzt. Es sind aber die Folien tatsächlich eingebunden, weil ich die Frage gerade unten gesehen habe. Und die sind einzelne Kapitelmarken, wie auch im Vortrag schon gesagt wurde. Also die Studierenden können zu den einzelnen Abschnitten springen, auch Sinnabschnitten, die haben die, die sind hinterlegt quasi. Und wir haben aus der Evaluation eigentlich ganz schöne Rückmeldungen auch in Bezug auf diese Schnelligkeit und schneller und langsam drehen. Das ist auch was, was viele Studierende machen, dass sie dann sagen, okay, ich mache mir das dann schneller, weil mir der Dozent vielleicht auch zu langsam geredet hat. Oder auch andersrum, dass dann gesagt wird, okay, ich mache den ein bisschen langsamer und kann den, also als Zitat, den Studenten, Dozenten, das Video kann ich anhalten, den Dozenten halt nicht. Und das ist halt der große Vorteil in dem Kontext. Was wir auch vielleicht nochmal in Bezug auf unsere Studie oder unser Studio und unser weiteres Interesse sagen können, ist, dass wir diesen Punkt, was Schulmeister wurde vorhin schon angesprochen, diese Aspekte von Prokrastination und Aufschiebeverhalten, dass wir das aktuell nochmal mehr untersuchen, weil wir nämlich da auch sehen, dass es sehr viele Studierende gibt, die das Material sehr stark nutzen, aber natürlich auch immer eine Tendenz da sein kann, dass jemand sagt, ah, das habe ich jetzt da, das ist safe sozusagen und das mache ich morgen. Und das ist sozusagen das, was wir uns jetzt nochmal in den Fokus genommen haben. Das dann nie machen. Genau, und sie dann die Gefahr laufen, das dann nicht zu machen. Also es gibt natürlich immer beide Richtungen und das dann nochmal aufzufangen mit Zusatzmaterialien ist natürlich sinnvoll oder anders einzubinden. Mhm. So, vielleicht mal in die Runde der Zuschauenden. Der letzte Aufruf, noch Fragen zu stellen, weil wir haben jetzt nur noch 5 Minuten. Auch falls ich Fragen vergessen habe, was ich noch auf meiner Liste gerade habe, ist die Frage zur Postproduktion. Machen Sie sich Aufwand mit Postproduktion oder passiert da nichts? Wie läuft das ab in der Postproduktion? Also Postproduktion, bei uns gilt die zeitliche Schranke, ich muss aber klar sagen, das schaffen wir auch nicht immer, dass eigentlich 4 Stunden nach Ende der Veranstaltung, obwohl wir eine händische Postproduktion haben, das auf dem Netz stehen soll. Ich stehe zu dieser händischen Postproduktion. Wir haben natürlich auch, gerade das HRZ hat auch das automatische Publishing, also wo nichts mehr gemacht wird. Leider gibt es dann immer wieder Pleiten. Also da war der Ton nicht in Ordnung, ab Minute sowieso war das nicht in Ordnung. Warum sind die Folien nicht da? Also vergleichsweise viel Klagen. Das heißt, also ich würde es jedem empfehlen, also minimal da mal drauf zu schauen, was denn jeder Automatismus so eigentlich anstellt. Und wie gesagt, also wir haben es so, dass wir unsere Studierenden im Ganzen für eine Veranstaltung einschließlich dieser Postproduktion in etwa 4 Stunden bezahlen. Also die haben 90 Minuten Aufzeichnung. Und wir bezahlen 4 Stunden, also 240 Minuten. Das heißt, sie haben die Zeit, das zu machen und wir erwarten das auch, dass das gecheckt ist. Mhm. Und wir erwarten auch, dass sie verantwortlich nach einem halben Tag oder so nochmal nachschauen, ob alles rausgerendert wurde, weil das kann in Hochlastphasen eben auch schon mal eine Weile dauern. Und wenn das gemacht wird, dann gibt es quasi keine Klagen mehr. Hier wurde gerade nachgefragt, wie dann die Personalausstattung von der Goethe-Universität für die Postproduktion ist. Wie viele Personen sind da beschäftigt? Das sind dieselben, die für die Aufzeichnung da sind. Also es gibt an jedem Standort einen wissenschaftlichen Mitarbeiter von einer halben oder Dreiviertelstelle und eben 4 bis 5 Hiwis, die dann aktuell das Aufzeichnen durchführen. Für fest installierte Systeme ist das schwer zu sagen, weil das HRZ das anders organisiert hat. Da ist das nicht also als Einheit gesehen, sondern da ist das in die Medientechnik eingebunden. Die haben eben noch andere Aufgaben wie Beamer warten, Tonwartung herstellen und so weiter und so weiter. Also viele der technische Wartungsarbeiten. Und da ist es nicht extrahierbar, wie viel genau der Aufwand für die Aufzeichnung ist. Das läuft eher nebenbei. Aber natürlich ist es unwahr zu sagen, der Aufwand ist gleich null. Das stimmt definitiv nicht. So, allerletzte Frage von Herrn David Lohner vom KIT. Wie wird die Abrechnung gemacht? Kostet das den Lehrstuhl oder wird das zentral bezahlt, diese Services? Das wird bei uns, Gott sei Dank, zentral gemacht.
von Anfang an und auch bis heute. Ja, leider muss man sich da immer wieder engagiert für einsetzen. Aktuell bin ich gerade dabei, aber ich habe vom Kanzler Signale bekommen, dass das wohl weitergehen wird. Schön. Gut, dann nochmal ganz herzlichen Dank, dass Sie hier Rede und Antwort gestanden sind und für Ihren interessanten Vortrag. Danke auch an alle, die sich hier so viel im Chat beteiligt haben. Ich würde jetzt noch einen kurzen Ausblick geben auf die kommende Veranstaltung. Das wird in 2 Wochen stattfinden. Das Thema wird diesmal MOOCs sein. Und wir haben daher Professor Dr. Bernhard Hirt hier von der Uni Tübingen, der mit seinem Anatomie-MOOC schon lange das Format macht, und Herr Andreas Wittke von der FH Lübeck. Sie können sich hier mit einem Klick den Termin direkt in Ihrem Kalender speichern. Ich würde mich freuen, wenn Sie da wieder dabei sind. Und dann gibt es einen Hinweis von mir auf eine Umfrage, die gerade läuft, zum Pro und Contra von Vorlesungsaufzeichnungen. Hat ein Kollege von uns hier am IWM aufgesetzt, und das ist einerseits eine Umfrage, andererseits auch ein Angebot, sich durch verschiedene Argumente zu klicken und die nach deren deren Stärke zu bewerten. Genau, dann nochmal herzlichen Dank an Sie in Frankfurt für das Event, und wünsche ich Ihnen allen noch eine schöne Woche. Ja, wir sagen auch Danke und Tschüss. 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 Wiedersehen, sagt sie. Wiederhören in dem Fall, ne? Sie haben ja niemanden gesehen. Genau. Ah, Wiederschauen. Wiederschauen.